Asegúrate que toda la inteligencia relacionada al drone esté disponible antes de nuestra próxima discusión. China würde Milliarden zahlen, um diese Drohne zu bekommen. Buen fortuna de Falco. Gutes Karma. Die Cyberwaffe. Moment, da. Genau da. Seht ihr das? Querverweis des Bildes mit aktiven US-Firmenlogos. Geheimtreffer. Querverweis weltweit. Moment mal, Moment. Das ist Colossus. Die Karma-Waffe ist auf der schwimmenden Stadt. So konnten sie so nah ran ans Festland. Salazar, mach eine Eingreiftruppe bereit, Aufbruch in 60 Minuten. Informier Admiral Briggs. Wir kommen Menendez richtig nah. Ich brauche unbedingt ein paar Antworten direkt von der Quelle. Ich treffe Wurz in der Kammer. Alles der Reihe nach. Karma. Verstanden. Icarus 9 beginnt Sinkflug. Alle Kanäle offen, Farid. Wir hören alle zu. Okay. Ihr werdet als Gewerkschaftsinspektoren ausgewiesen. Ihr habt Zugang zu den meisten Bereichen, außer dem gewünschten. Der Zentralcomputer wird gesondert geschützt. Der Zugriff ist nur mittels Netzhautscan möglich. Und hier kommt Sigi ins Spiel. Kurz gesagt, der Computer ist unsere Chance, Karma vor der Falkusleute zu finden. Farid, konntest du auf die Personaldateien zugreifen? Noch nicht. Die Verschlüsselung ist ziemlich kompliziert. Komm schon. Du schaffst das. Section Ende. So leben also die 1%. Wenn das kein Einsatz wäre, würde ich mir hier glatt eine heiße Braut gönnen. Willkommen zu Colossus Stadt der Träume und damit willkommen zurück zu Call of Duty Black Ops 2. Sieht sehr schön aus hier. Leider kann ich momentan nicht rennen. Meinst du, die erwarten Ärger? Jetzt würde ich mir hier gerne alles mal in Ruhe betrachten. Allein dieser Flieger hier, Shiran, sieht schon ziemlich geil aus. Okay, aber ich gehe nicht zu weit weg, denn wir können nicht rennen. Und wenn ich mich hier zu weit entferne, brauche ich eine halbe Stunde, bis ich wieder am Ziel bin. So, was haben wir denn da Schönes? Arbeiter. Und hier Security Roboter. Robots. Security Roboter. Es ist ja ziemlich fett, ey. Stellt euch mal vor, ihr seid an einem Flughafen und da fahren solche Teile rum. Mit solchen Geschützen. Auf der einen Seite Maschinengewehr, auf der anderen Seite Raketen. Ja, da stimmt was nicht. Ich sehe gerade diese komischen Roboter hier, die mir doch ein bisschen Angst machen gerade. Okay, komm, wir gehen da rein. Security Checkpoint. Ach du Scheiße, jetzt geht's los. Ja, ja. Bleib locker. Okay, cool bleiben. Stehen bleiben. Der Scanner hat gefährliche Materialien entdeckt. Oh, das ist ein Missverständnis, okay? Oh, jetzt sind welche dran. Das kommt bestimmt von der Baustelle. So, bitte bleiben Sie, wo Sie sind. So, scheinbar hat unser Computer uns durchgelassen. Oder der Computer hat uns durchgelassen. Verdammte Scheiße. Die zwei Techniker da vorne sind jetzt am Arsch. Ganz ruhig, aber die Abschirmung hat funktioniert. Der Scanner hat nichts gesehen. Sagte okay, ich doch. Zeig deine ID und geh einfach durch. Okay, ID zeigen. Hallo. Die Leute arbeiten nicht so viel in Colossus. Was ist das? Ja, bitteschön, meine ID. Alles klar? Okay. Ein automatisches System durch deine biometrischen Daten ausgelöst. Wir fahren alle zur Hölle, Mann. Boah, ich will da gar nicht weiterrennen. Ich will mir das jetzt hier betrachten, ey. Guckt euch das mal an. Das sieht doch geil aus. Hier, sowas bei mir im Wohnzimmer. Alter. Da wäre ich der Star. Geil. Einfach nur geil. Komm, wir gehen mal rein in den Fahrstuhl hier, oder was es ist. Und schaut euch das mal an, ey. Na, da könnten wir doch mal Urlaub machen. Dagegen ist Dead Island Scheißdreck. Der Knaller, ey. Wow, sieh dir das an. Dieser Ort ist unglaublich, was? Ja, hab ich schon eben gesagt, Junge. Hey. Was kostet es wohl, hier ein Wochenende zu verbringen? Mehr als du in einem Jahr verdienst. Kein Scheiß. Kein Wunder, dass Menendez so viel einsammelt. Nicht schlecht. Harper, durchsucht das Stockwerk. Salazar und ich begeben uns zum Einstiegspunkt.
Verstanden. Wie geht's dir, Schönheit? Verpiss dich, Arschloch. Verpiss dich, Arschloch, jawoll. Ja, so sind die Frauen der Zukunft. So weit, so gut. Das werden wir noch merken. Hey, Sie sollten hier nicht drin sein. Sollten wir nicht? Wir sind von der Gewerkschaft. Ja, guck mal meinen Ausweis an. Okay, Section, ich bin drin. Leg los. Kolossus hat kürzlich private Militärdienstleister eingestellt, um das Sicherheitsteam zu verstärken. Kubanische Ex-Miliz. Wir sind gerade in ein paar von denen reingelaufen. Ich weiß, dass ich hier gerade in die falsche Richtung laufe, aber ich will mir das mal betrachten. Das sieht irgendwie ziemlich geil aus. Da ist eine Tür mit so einem komischen... Ach, mit so einem Augenscanner oder irgend sowas. Geile Sache. Oh yeah. Was ist denn das für ein heißes Gerät, ey? Okay, Siggi. Legen wir los. Ey, Alter, ich will sowas auch haben. Hätte ich das vorher gewusst, dann hätte ich mir das zu Weihnachten gewünscht. Papa, das Sicherheitsteam ist voll von denen. Sie sind feindlich. Irgendwas Holy Ungewöhnliches? Crap. Wir müssen wissen, was ihr Ziel ist. Verstanden. Holy crap, geil. Ich kann jetzt hier diese Spinne steuern. Geile Sache, ey. Aber da blickt irgendwie keiner richtig durch hier. Alles so ein bisschen verschwommen, so fischaugenmäßig. Ziggy kann sich an den meisten Oberflächen festhalten. Nee, oder? Wir können jetzt hier auch an die Decke marschieren. Ey, Alter, wenn ich das jetzt mache, dann blickst du erst recht nicht mehr durch. Saugeil, saugeil, ey. So ein Ding hat mir noch gefehlt in meiner Sammlung. Ich will sowas haben. Ziggy kann rüberspringen. Ziggy kann auch springen. Ja gut. Probieren wir's. Warte. Was machen Sie? Sprengstoff platzieren. Sie wollen das Schiff hochjagen? Erst wenn Sie Karma gesichert haben. Harper, aufpassen! Die Söldner machen an Bord Sprengsätze scharf. Ich verfolge hier gerade ein paar von denen. Sie kommen in deine Richtung. Verdammt! Wir hauen besser rein. Okay. Und wir sollen in die Richtung laufen. Als Spinne getarnt. Wieso überhaupt als Spinne? Vorsicht, Section. Bei Kontakt wird der Roboter gebraten. Sieht aus wie ein Teil des Filtersystems. Beim Computer muss es staubfrei sein. Hier muss ein Steuerungskasten sein. Ja, da ist auch schon einer. Zum Abfeuern des Zervers. Okay. Und damit ist die Absperrung weg. Ja, ich frage mich, wieso man das in Form einer Spinne macht. Vielleicht, weil die auch an Decken und so rumklappeln kann. Aber stell dir mal vor, jemand entdeckt diese Spinne. Dann würdest du als erstes drauftreten. Dann wäre das Ding wahrscheinlich am Arsch. So, ach du Scheiße, ey. Hier kann man komplett außen rumlaufen. Da blickt keine Sau mehr durch, ey. Ich weiß gar nicht, wo oben und unten ist. Wir laufen da jetzt einfach mal weiter. Ah, ich glaube, das ist der Boden hier. Airflow. Und da, dieses Gitter ist defekt. Da kommen wir wahrscheinlich durch. Oh, sind wir da jetzt durch? Ja, ne? Sieht so aus. Gehen wir einfach mal weiter in die Richtung hier. Ich habe keine Ahnung, welche Richtung oben unten ist. Ich weiß es nicht. Wir sind jetzt wieder schön zurückmarschiert. Ey, leck mich doch am Arsch. Epic Fail, würde ich das sagen. Dann sind wir wahrscheinlich eben, gerade als ich dieses Gitter durchklettern wollte, irgendwie abgerutscht und in die andere Richtung wieder gekommen. So, warte mal. Das ist nochmal das Gitter. Und hier kommt noch ein Gitter. Okay, diesmal sind wir richtig. Ich glaube nur, dass wir irgendwie auf dem Kopf sind. Alter. Da blickt doch keine Sau durch hier. Moment mal, wie komme ich denn darüber? Das ist der Boden hier, oder? Ja. Und da sind Rohre. Und da sind Ventilatoren. Wenn ich da reinspringe, ist die Spinne wahrscheinlich am Arsch. Dann ist Ziggy tot. Wo müssen wir hin? Wir müssen da oben hin. Okay. Ich glaube, das mit den Ventilatoren brauche ich gar nicht probieren. Und da sind auch Ventilatoren. Wir können vielleicht diese Rohre hier hochklettern. Jawohl, es geht sogar.
Okay, da vorne sind die nächsten Rohre, aber da müssen wir sprengen. Zack. Hat geklappt. Super. So, und das sieht aus, als wäre da irgendwie verschlossen. Aber einen anderen Weg gibt es hier, glaube ich, nicht. Schauen wir mal. Nicht verschlossen. Alles klar. Sieht nur so komisch aus. Die Markierung. Soll ich die wieder anbitzeln? Okay. Ausschalten. Töte ihn. Töte ihn. Scanne. Was haben wir denn hier? Ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst, dass sie die Spinne kaputt machen. Harper, du hattest recht. Sie sind schon in den Serverraum eingedrungen. Los jetzt! Okay, auf geht's. Los, los! Los! Bereit? Enemigo atravesando la puerta! Granada! Los! So, wenn ich ziele, klappt es wahrscheinlich besser. So, das sind aber noch mehr, ne? Dieser Penner ist tot. Warte mal, wo sind die denn? Da ist noch einer hier. Sicher! Sicher? Bist du sicher, dass es sicher ist? So, warte mal, ich will mir das jetzt erst nochmal betrachten, bevor wir da wieder hier ans Ziel rennen. 18 Meter, aber da vorne steht auch Interaktion, da gibt es noch was zu tun. Da möchte ich erst nochmal hin. Oh, ein Surferraum. Ja, so sieht's bei mir auch im Wohnzimmer aus. Ärzte gern, Kryo. Farid, ich muss den Feind identifizieren. Verknüpfe die Söldner in den Personaldateien mit ihrer biometrischen ID. Lad die Daten auf mein HUD. Verstanden. So, da vorne sollte es weitergehen. Platziere Ablenk. Sicher, dass das funktioniert, Farid? Ich dachte, du vertraust mir. Okay, sind drin. Die Karma-Waffe könnte mit regulären Vorräten an Bord geschmuggelt worden sein. So, und jetzt, was soll ich jetzt tun? Da unten leuchtet die Maus. Die Maus zeigt an nach rechts. Aber irgendwie passiert doch nichts. Keine Ahnung, was ich hier tun soll. Da passiert weder was, wenn ich auf D drücke, noch wenn ich die Maus nach rechts ziehe. Und auch nicht in Kombination. Kann ich hier irgendwas umswitchen oder was? Da stehen wir wieder vor einem großen Problem. Ich komme hier auch nicht mehr zurück. Moment, haben wir da noch irgendwie... Greifen Sie auf den Zentralcomputer zu und suchen Sie Karma. Greifen Sie. Ich bin hier beim Zentralcomputer. Central Database Colossus. Die zentrale Datenbank von Colossus. Aber ich suche die Lieferscheine. Hallo? Stichwort Karma. Nichts. Nichts. Ich weiß zwar nicht, was ich jetzt geändert habe, aber irgendwie hat es eben gerade funktioniert. Ich drücke nämlich schon die ganze Zeit auf die gleichen Tasten. Wir sollen jetzt auf jeden Fall mit der Maus nach links gehen. Also wenn ich jetzt hier Microsoft Kinect hätte, dann würde ich jetzt vom Fernseher sitzen und alles mit meiner Hand darüber wischen. So wie wenn man ein iPad bedient, nur ohne es zu berühren. Aber leider geht es hier irgendwie nicht. Das ist doch komisch. Sag mal, habt ihr das Spiel auch gespielt? War das da auch an dieser Stelle so bescheuert? Greifen Sie auf den Zentralcomputer zu und suchen Sie die Kamera, wollte ich beinahe schon sagen. Suchen Sie Karma. Ihr Freunde der Nacht, was macht ihr mit mir? Ich drücke auf D, ich ziehe die Maus nach rechts, nach links meine ich. Ich drücke die Mausknöpfe, als gäbe es keinen Morgen mehr. Und es geht hier nicht weiter. Was ist denn das für eine Kacke hier? Was haben die denn da gemacht für einen Scheiß? Durchsuche die automatischen Sicherheitssysteme. Stichwort Karma. Irgendwas entgeht uns. Ja, vielleicht drücke ich auch irgendwie alles falsch. Durchsuche die Überwachungskamerabilder. Texterkennung Karma. Da. Ah. Karma ist keine Waffe?
Es ist eine Frau. Chloe Lynch, Mitarbeiterin von Tacitus. Bis vor kurzem. Jetzt kennen wir ihren Namen. Wir können sie auf dem Schiff orten. Sag mal, das war doch die Alte, was eben von Harper da angequatscht wurde. Okay. Section, hörst du zu? Da sind noch mehr Söldner vor der Tür. Farid, der Feind ist vor der Tür. Wir kommen nicht raus. Ich werde das gleich erledigen. Mach dir da mal keine Sorgen. So, 20 Meter. Müssen wir nachladen? Warte mal. Nee, ist voll. Öffne die Tür zum Computerraum. Jawoll. Harper, Karma ist keine Waffe. Es ist ein Mädchen. Ich sende dir ihr Bild. Purpose. Hey, 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 hey. Das ist die Kleine vom Fahrstuhl. Ja, hab ich schon gesagt, dass es die ist. Aber du musst schnell machen. Die Söldner sind auf dem Weg zu ihr. Bin dran. Oh, scheiße. Der lebt noch, der Penner. Da schießt doch noch jemand. Ach, da ist er. Ihr miesen Schweine. So, da sind noch welche. So muss es sein, aber das sind noch mehr. Komm, dein Kopf ist mir, der Platz ist immer so schön. Boah, ich glaube, wir sollten nochmal in Deckung gehen hier. Wir können auch durch diese Tür gehen, das ist vielleicht ein bisschen einfacher. Ist da noch jemand hier? Halt die Schnauze! So. Zum Nachladen immer in Deckung gehen, so muss es sein. Sag mal, wo sind denn die Penner? Ich bück mich mal besser hier. Ich sehe überhaupt keinen. Doch, da ist einer. So, die werden erledigt. Hoffentlich ebenfalls. Nee, der lebt noch. Schnell, schnell, schnell. Die Frage ist natürlich, wie so einer überleben kann, wenn er schon eine Kugel im Kopf hat. Also ich könnte mir vorstellen, ich habe es jetzt noch nicht probiert, aber ich könnte mir vorstellen, dass ich mit einer Kugel im Kopf, auch wenn es wirklich nur eine ist, schon ernsthafte Probleme bekommen würde. Im echten Leben. Aber okay. Ich muss mir da keine Gedanken machen. Aufteil! Mit dem Aufzug ins obere Stockwerk! Jawohl. Verstanden. Ich treffe mich mit Harper. Chloe! Sie? Chloe, Sie müssen sofort mitkommen! Wer sind Sie? Woher kennen Sie meinen Namen? Ich bin Mike Harper. Ich bin ein Navy SEAL. Lassen Sie die Finger von mir! Hey. Hören Sie zu! Ihr Leben ist in Gefahr! Terroristen sind hinter Ihnen her! Terroristen? Wovon reden Sie? Chloe! Die kommen von Raúl Menéndez! Schütze Sie, Harper! Wir sind unterwegs! So, hier steigt gerade die Party. Scheint aber nicht allzu viel abzugehen. So, nett das Hin- und Her-Swingen, das kann ich auch. So, 20 Meter zum Ziel. Entschuldigung fürs Knacken und für diese kleine Pause. Ich hatte was im Hals, ich musste mal so richtig loshusten. So, und jetzt kann es auf die Party gehen. Guckt euch mal das an. Das ist mal eine geile Decke, ey. So gefällt mir das. Das ist richtig cool. Es tut mir leid, dass ich da jetzt nicht weitergehe, aber ich muss mir das jetzt betrachten, ey. Die ist ziemlich gelangweilt. Ich muss mir die ganzen netten Mädels betrachten. So, komm, wir gehen rein jetzt. Hier, scheiß drauf. Ach, jetzt sollen wir da weiter. Also ich muss sagen, das ist schon richtig gut gemacht, ja. Es ist schon richtig geil gemacht. Ich finde allerdings, wie die sich bewegen, ist ein bisschen langsam. Aber okay. Danke, danke. Harper, wo bist du? Wir sind auf der Tanzfläche. Bin unterwegs. Auf der Tanzfläche. Ich bin auf dem Balkon des Clubs in Position.
So, eine Diskothek, die in Wirklichkeit so aussieht, das wäre ja auch mal nicht schlecht, ne? Oh yeah, baby. Geil. Das ist ja geil, ey. Ey, der Leute, das ist der Knaller. Hammergeil, hammergeil, Leute. Ich stehe auf sowas. Wie komme ich denn jetzt überhaupt hier auf die Tanzfläche? Muss ich da überhaupt hin? Ach, Platz hier, Penner, yeah. Wir müssen jetzt gehen, Chloe. Section! Mindestens 10 Söldner, sie nehmen Geiseln. Chloe Lynch! Er hat Geiseln, Chloe. Nicht feuern. Na super. Alter, schön die Party versaut, die dumme Mistsau. Kein Schussfeld, so viele Geiseln. 5 Sekunden, Chloe. Nein! Feuer eröffnen! Ja, voll. Links, links. Immer schön auf die Köpfe zielen. Da habe ich ja mal voll versagt eben gerade. Falco hat Karma, wir verfolgen sie. Wir müssen ihre Bewegungen orten, Farid. Wir können sie nicht vom Schiff lassen. Wow. Klinke mich in die Sicherheitskameras ein. Helikopter. Menendez gesamte Armee. Seine Söldner. Das sind Dutzende. Moment, da. Genau da. Seht ihr das? Das ist er. Das ist er. Verdammt, das Bild ist weg. Der Falco stört die Signale. Ja, Sprengsätze. Beim Atrium den Weg abschneiden. Was ist hier los? Oh Gott. Wir sind US Navy SEALs. Hören Sie, Sie müssen die Waffenkammer öffnen, um Ihre Leute zu bewaffnen. Hey, 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 hören Sie. Konzentration. Okay. Okay. Sie müssen das tun. Okay, die Sicherheitswaffenkammer. Was ist passiert? Der Falco hat vor dem Nachtclub eine Bombe gezündet. Er hat das Mädchen. Gib uns Zugriff auf die Kameras auf diesem Deck. So, Freunde, ich glaube, an dieser Stelle machen wir mal eine kleine Pause. Aber das war die beste Folge bisher. Ich fand die obergeil. Freunde, so muss das Spiel sein. Das war richtig spitzenklasse und ich hoffe, genauso geil geht's weiter. Und wir sehen uns in Kürze wieder. Also macht's gut, bis dann.